Sabine Lisicki ist in Melbourne schon im Achtelfinale ausgeschieden gegen Maria Sharapova. Das Gute daran ist, Lisicki, die Berliner Sportlerin des Jahres, konnte mittlerweile schon zurück nach Deutschland fliegen. Und heute in der Seeburger Haflandhalle gegen ihre Fed-Cup-Kollegin Julia Görges spielen. Ein Showmatch für die Fans und Thorsten Michels war dabei. Zurück auf dem Dorf. Nach dem Metropolentennis in Melbourne gibt es Showtennis in Seeburg. Sabine Lisicki endlich mal wieder aktiv in der Region. Ein richtig großes Turnier gibt es ja seit 3 Jahren nicht mehr in Berlin. Toll, dass Lisicki und Julia Görges, die beiden derzeit besten deutschen Spielerinnen, es nun mal im kleinen Seeburg versuchen. Ich freue mich einfach mal wieder in Berlin bzw. in der Nähe von Berlin zu spielen. Es ist schön, dass auch die Leute aus meiner Heimat die Gelegenheit bekommen zu kommen. Wir wollen versuchen, den Leuten gutes Tennis zu bieten, gute Ballwechsel. Ein Schaukampf ist immer dafür da, Spaß zu haben. Und letztendlich ist es auf Teppich, ist ja nicht so wie in Stuttgart, wenn wir auf Hartplatz spielen. Also einfach eine Menge Spaß haben und wir hoffen, dass den Leuten das gefällt. Sie war eine von 2000 heute, die das doch eigentlich kontrollieren wollten. Lisicki, die Nummer 14 der Welt, gegen Görges, momentan 23. der Weltrangliste. Zwar reihten sich schon im ersten Satz Breaks und Rebreaks aneinander, doch in den entscheidenden Momenten zeigte Sabine Lisicki das druckvollere Tennis. Beim Stande von 6:5 hatte die Berlinerin 3 Satzbälle. Die brauchte die 22-Jährige dann aber auch alle. Sie 7:5 ging der erste Satz an Lisicki, die auch die Mehrzahl der Fans hinter sich versammeln konnte. Und das nicht nur wegen ihrer sportlichen Qualitäten. Lisicki kommt aus Berlin. Und Görges nicht. Es ist natürlich toll, dass eine Berliner Sportlerin so viel Erfolg hat in der Welt. Und es ist schön zu sehen, was sie so macht jetzt und was sie schafft. Jetzt gerade auch bei den Australian Open bis ins Achtelfinale. Tolle Leistung. Es war ein Match auf Augenhöhe gegen die Nummer 3 der Welt und es waren nur ein paar Punkte hier und da, die entschieden haben und da fehlt mir ein bisschen die Erfahrung. Immerhin auch Görges aus Bad Oldesloe in Niedersachsen stand in Melbourne im Achtelfinale und die 23-Jährige wehrte sich gegen eine Niederlage im deutsch-deutschen Prestigeduell. Die Entscheidung im zweiten Satz fiel erst im Tiebreak. Beim Stand von 6:4 für Lisicki hat die Berlinerin 2 Matchbälle. Der Ball war aus, Görges machte den Punkt. Eine Chance blieb Lisicki noch. Ein Ass beendete dieses Match. 7:5 und 7:6 gewinnt Lisicki diesen freundschaftlichen Vergleich. Und am nächsten Wochenende sehen sie sich schon wieder. Da spielen beide für Deutschland im Fed Cup Erstrundenmatch gegen Tschechien. Ja, wir haben auf Teppich gespielt, der sehr schnell ist. Die Tschechinnen spielen sehr schnell, von daher denke ich, war es ganz okay. Wurde ich gesehen, was hat einen Ausschlag gegeben für die Kontrahentin heute? Der Aufschlag, definitiv. Die Stimmung ist gut im deutschen Damentennis. Heute Abend noch sind Lisicki und Görges abgereist Richtung Fed Cup Ort Stuttgart. Und im kleinen Seeburg wird's jetzt wieder beschaulich.